Hallo meine Lieben, hier ist eure Jonanda. Ja, heute melde ich mich sozusagen live aus dem Lazarett. Also ich bin etwas erkältet und murks hier so rum. Aber ich denke mal, Hauptsache wir haben unsere Kartenlegung, weil solange Kartenlegen noch geht, da bin ich immer noch ganz gut aufgestellt. Aber wenn das irgendwann auch nicht mehr geht, dann hat es mich richtig umgebügelt. Aber so weit sind wir hier noch nicht und so weit wird es auch nicht kommen, ne? Ja, Schatzis, ne, da wollen wir mal schauen, was der heutige Tag so für uns bereithält. Dein Tag beginnt jetzt. Die Uhrzeit, an der du diese Legung schaust, die spielt überhaupt gar keine Rolle. Das kannst du auch abends machen, auch nachts. Es ist einfach eine 24-Stunden-Energie und die gibt es jeden Tag neu. Und das ist eine Energie, die sich miteinander trägt. Das heißt, es fließt ineinander über. Und es kommt drauf an, also wenn du dir vorstellst, es ist so ein Fluss und das Wässerchen plätschert so vor sich hin auf dem Plätscher-Plätscherwasser und dein Schiffchen ist hier vorne schon unterwegs und ein anderes Schiffchen kommt da hinten erst angeschippert, ne? Es ist trotzdem das gleiche Wasser. Das bedeutet, für den einen trifft halt vielleicht etwas heute genauso ein, wie es in der Legung jetzt eben gleich thematisiert wird, für den anderen morgen. Andere sind schon vorbeigeschippert, ne? Also die Zeit spielt wirklich keine Rolle und natürlich können die Energien auch ineinander überfließen oder du sagst, das ist nicht mein Wasser. Ne? Also ich bin hier überhaupt nicht mit meinem Bootchen überwegs, überwegs, über des Weges, ich meine natürlich unterwegs. Wieso heißt es eigentlich unterwegs? Ne? Unterwegs bedeutet ja im Endeffekt unter dem Weg. Also eigentlich müsste es überwegs heißen, weil man geht ja oben drauf, oder? Naja gut, egal. Das schieben wir jetzt mal wieder weg. Da bin ich jetzt zufällig wieder auf so ein Wort gestoßen, wo ich mir echt Gedanken drüber mache. So ist dann die U-Bahn entstanden sozusagen. Ne? Also der Weg in der Tiefe, unterwegs. So, wir fangen mal an mit dem Gilded Reverie Le Normand bei Ciro Marchetti. Oh, ratet mal, wer da rausgefallen ist. Der Herr. Ne? Die Lenny-Karten zeigen uns das Irdische, ne? Das 3D. Alltagsgedöns. Yes, es ist legendär. Yes, es ist Mutter Anna. Zwei Männer. Also da bin ich ja sofort hellwach und hab das Grippige vergessen. Jetzt bin ich mal gespannt. Die mische ich aber jetzt nochmal. Das ist hier nämlich eine ganze lange Reihe. Heiliges Blech. So. Es wird auch gesenzt und gesichelt. Das kann ich euch schon verraten. So machen wir das hier. Hier ist der Stopp. So, da haben wir schon mal. Der ist zuerst rausgefallen und liegt wieder oben. Ist ja ein Ding, ne? Dann kommt das Herz. Die Sense. Oh, der andere hat die Sense im Kreuz. Die Wolken, der Baum, der Kompass und die Wege. Das ist ja mal krass. Also sagen wir es mal so, es geht heute um zwei Personen. Das könnten Gegenüber sein. Dieser hier geht in die Ernte. Ja? In seinem Rücken liegt die Liebe und der Stiel der Sense, also oder Sichel, es ist ja hier eine Sichel, zeigt zum Herzen hin, das heißt, eine Verletzung geht raus, da kann auch eine Ernte liegen. Man könnte jetzt sagen, dieser hier ist so die Nummer 1, ne? Der hat das Herz bei sich, der kriegt vielleicht auch unter Umständen von dem ganzen Prozess hier überhaupt nichts mit und der schaut auch aus der Reihe raus. Ne? Der liegt direkt vorne und schaut raus, hinter ihm das Herz und eine abgewendete Gefahr. Ja, und die Sense sichelt und senzt in den Rücken der anderen Person. Das heißt, ihn trifft es hier. Ne? Ihn trifft es hier, aber er weiß es noch nicht. Also er schaut in die Wolken, er schaut in die Unklarheiten. Das Ding ist aber, dass das, was da passiert, also dass er hier getroffen wird, in Klammern, es kann auch sein, jemand hat Rückenschmerzen. Ne? Also die Sense im Kreuz kann auch für Schmerz im Rücken stehen und oftmals wird sie auch als Zahnschmerzen gedeutet. Ich will es nur mal so gesagt haben. Aber er schaut hier auf Unklarheiten, er weiß vielleicht auch nicht, wo ein Schmerz herkommt, ist aber hier in einem Heilungsprozess. Das heißt, in dem Moment, wo er verletzt wird, wird ja eine Heilung angeschoben. Weil eine Heilung kann nur dann geschehen, wenn eine Verletzung vorausgeht.
Das ist eigentlich das Gesetz von Ursache und Wirkung. Ne? Wenn die Wirkung Heilung ist, dann muss die Ursache ein Schmerz oder eine Verletzung sein. Das ist eigentlich ganz logisch. Ne? Es geht ja immer darum, dass wir sagen, ja, wir sollen heilen. Wir sind hier, um zu lösen und um zu heilen. Aber wenn wir heilen sollen, dann muss ja hier irgendwo die Verletzung sein. Ne? Und er schaut ja hier direkt auf den Heilungsprozess. Die hellen Wolken ziehen auch auf den Baum. Er weiß vielleicht noch nicht, wo der Schmerz herkommt. Ja? Das ist ihm vielleicht hier noch unklar. Aber er wird es in die Heilung bringen. Und die Heilung geschieht dadurch, dass er sich neu ausrichtet und einen neuen Weg geht. Ja? Also es gibt hier zwei Personen. Und da wir ja als Zuschauer die weibliche Person sind, auch wenn wir männlich sind, ne? Also wenn du jetzt männlich bist, bist ein Zuschauer, liegt als Personenkarte für dich trotzdem die weibliche Person, weil ich muss das ja irgendwie allgemeingültig machen. Ne? Geschlecht spielt keine Rolle. So, wir als Zuschauer sehen jetzt hier zwei Gegenübers, die natürlich auch weiblich sein können. Weil auch auf die Personen, die in Frage kommen, spielt Geschlecht keine Rolle. Also das können jetzt männliche Personen sein. Das können auch grundsätzlich, also das sind einfach Menschen, ja. Es sind hier zwei Menschen, zwei Personen. Der eine erntet die Liebe und der wird wahrscheinlich auch sehr geliebt, der kriegt auch von dem Ganzen gar nichts mit. Weil vielleicht gibt es ja diese zwei Personen in deinem Leben, ja. Der ist vielleicht auch durch den Schmerz schon durch, die Sense hat sich weggedreht. Und der andere, der andere erntet den Auftrag, ne, kann man so sagen. Der hat die Sense im Kreuz. Das heißt, er ist jetzt herausgefordert, etwas zu heilen. Und diese Heilung geschieht, wenn er sich neu ausrichtet und einen Kurs korrigiert. Das ist hier wie so ein Navi und dann kommt hier eine Kreuzung. Und das Navi sagt dann, bitte rechts abbiegen. In 200 Metern rechts. Und dann bitte nächstmögliche wieder links, bitte wenden. Das ist dann, wenn du dann halt quasi falsch gefahren bist. Passiert mir ständig, ne? Wenn mein Navi sagt in 200 Metern, dann sind es irgendwie nur noch 20 Meter, keine Ahnung. Und dann Yonanda fährt immer schön dran vorbei und ist dann wieder auf so einer langen, langen Straße, wo man lange nicht wenden kann. Und dann quakt das Navi die ganze Zeit, bitte wenden. Und dann bin ich irgendwo ganz woanders. Na gut, vielleicht geht es ihm ja nicht so. Er ist da vielleicht hier gleich voll auf Zack, ne? Und ist dann auf dem richtigen Weg. Ja, aber der eine hier, der ist gelöst und geheilt. Der andere darf heilen. Es geht um zwei Personen. Also das ist ja spannend. Da habe ich ja direkt vergessen, dass ich erkältet bin. Jetzt schauen wir mal, was oben drüber liegt mit Tarot. Und zwar heute mit dem Forest of Enchantment Tarot bei Lunea Weatherstone. Ihr findet auch immer all meine verwendeten Decks in der Infobox und die sind alle erhältlich. Ne? Da ist jetzt nichts dabei aus dem, nennt man es Antiquariat. Ich habe ganz normale Kartendecks. Ja, Kartenlegen heilt. Ne? Ihr merkt, mein Launepegel ist sofort angestiegen mit dem Rudel. So, oh, yes. Da bin ich ja mal gespannt. Also wir haben, die nehmen wir auch genauso, wie sie gefallen sind. Wir haben hier mit Seeker of Visions, das ist der Ritter der Kelche. Heute werden Töne angeschlagen. Ja? Der Ritter der Kelche steht ja grundsätzlich für Verliebtheit und er folgt ja hier einer Melodie. Es sind sanfte Klänge, sanfte Töne. Und die stehen ja jetzt hier in einer starken Ambivalenz mit einem Durchbruch. Pass auf, das ist nämlich der Turm. So, da sieht man die Kraft der sanften Töne und dann kommt nämlich hier Weaver of Boons. Das ist die Königin der Münzen. Das ist die Frau, also das ist jetzt eine weibliche Personenkarte, die steht jetzt für den Zuschauer, egal ob männlich oder weiblich. Das ist die Frau oder die Person ganz einfach, die in ihrer Fülle ist. Sie ist das Wasser der Erde und die weiß sich zu ernähren. Und die ist selbst gut genährt und weil sie sich gut um sich selbst kümmert, hat sie auch genug für andere. Also sie überreicht ja hier so ein, was hat sie denn da? Das ist ja hier so ein, ja wie so ein Töpfchen oder so ein Beutel mit Kräutern, alles glitzert. Man sieht auch, die ist gut aufgestellt, die ist gepflegt, ordentlich gekleidet, aber dennoch sehr naturverbunden.
Und überall, wo sie hier steht, grünt es und blüht es. Und sie hat hier hinten ihr beschauliches Häuschen. Und die ist in einer total gesunden Energie. Die ist gesund, die ist geheilt. So. Und jetzt haben wir hier denjenigen, der hier Töne anschlägt. Und diese Töne, so sanft sie sind, brechen hier etwas auf. Also bei mir kommt rein, sie wird hier in irgendeiner Art und Weise erreicht werden. Sanfte Töne bringen den Durchbruch. Man braucht keine harten Töne, um einen Turm aufzubrechen. Das ist wie die Chaostheorie, der Flügelschlag eines Schmetterlings kann am anderen Ende der Welt einen Orkan auslösen. Ja? Weil die Welle immer weitergetragen wird. Ungefähr so ist das. Das heißt, hier kommt was auf den Zuschauer zu. Hier tut sich was auf. Aber ich habe hier kein negatives Gefühl, weil ja hier eine Energie der Liebe wirkt, ja, ein sanfter Ton. Und es kann sein, dass etwas, was lange zurückgehalten wurde oder so ganz erstarrt war, verkrustet war, dass das jetzt aufbricht und etwas wird befreit. Und das kommt dann hier im saftig grünen, gesunden Königreich der Münzkönigin an. Ja, und möglicherweise geht es hier tatsächlich um zwei Personen. Also das ist ja nun mal die untere Reihe. Ne? Das ist die untere Reihe. Ich kann euch jetzt noch nicht mal unbedingt sagen, wie es im Zusammenhang steht. Weil im Irdischen liegen zwei Männer. Der eine wird geliebt oder ist in der Liebe und er ist geheilt. Der andere wird verletzt. Und er weiß vielleicht noch nicht, wo der Schmerz herkommt, aber er wird es klären. Er wird in die Heilung gehen und er wird sich neu ausrichten und er wird eine Entscheidung treffen. Er wird einen neuen Weg gehen. Vielleicht führt ihn ja der Weg, wo auch hier der saftige grüne Baum liegt, ins Königreich der Königin der Münzen. Ja, vielleicht kommt er ja zu ihr. Kann auch bedeuten für den Zuschauer, einer geht, einer kommt. Ja. Einer ist geheilt, einer braucht Heilung. Vielleicht bist du ja die Heilerin als Zuschauer oder der Heiler, ja, wenn du männlich bist. Also das ist hier wie so ein fliegender Wechsel. Fliegender Wechsel, das ist irgendwie ein guter Titel. Fliegender Personenwechsel. Einer geht, einer kommt. Einem geht's gut. Der kümmert sich um sich selbst, der ist voll in der Liebe. Einer kommt, einer ist verletzt. Sanfte Töne werden angeschlagen, die können aber auch vom Himmel kommen, ja, so vom Universum. Etwas, was lange zurückgehalten wurde, bricht auf. Licht fällt ein, in diesem Moment hier ad hoc die Sonne, und die Königin der Münzen wird aufgesucht. Ja? Die ist gut aufgestellt, die ist schon bereit. So, dann schauen wir nochmal, was die Engel und Ahnen uns noch als Überschrift, als große Überschrift geben. Das ist total spannend. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass eine derartige Energie überhaupt schon mal da war. Ne? Und das kann natürlich sich hier um Menschen in eurem Leben handeln. Es kann natürlich, klar, es kann um die Liebe gehen, es kann aber auch einfach um Menschen gehen. Ja? Boah, schaut mal, wie jetzt hier Licht reinfällt. Also ich finde es immer unfassbar, wie das Außen hier so mit reinspielt. Also immer, ich sitze ja hier am Fenster und ihr müsst euch vorstellen. Und im entscheidenden Moment fällt Licht ein. Jetzt haben wir hier den Ritter, ne? Sei tapfer und aufrichtig. Und da habe ich jetzt das Gefühl, tapfer sein muss hier er. Wenn man Schmerzen hat, dann gilt es, tapfer zu sein. Und dieser Ritter, der hat was mit ihm zu tun. Sei tapfer und aufrichtig. Es gibt hier vielleicht auch etwas, ne, was lange zurückgehalten wurde. Guckt mal hier, es wird heller. Boah, ist das krass. Es wird heller. Es wurde lange zurückgehalten und man wird dich hier möglicherweise aufsuchen. Also das finde ich schon, also jetzt mit diesem Licht, das ist der Hammer. Und er darf hier tapfer sein. Also hier muss jemand ganz schön was aushalten. Junge, Junge, Junge. Fliegender Wechsel. Einer kommt, einer geht. Von einem, der kommt, von einem, der geht. Und von einer, die gibt. Ja, das ist der heutige Tag. Das ist krass. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein.
Klar und rein sollt ihr sein. Welche Rune liegt auf der Münzkönigin? Oh, die Baumperle. Die ist ausgeheilt. Die hat aber dafür, dass sie so geheilt ist und schon viele Tränen veredelt hat, ja, die hat schon viele goldene Tränen geweint, oder wie der Baum, der verletzt ist, der Baum hat geweint und hat eine Baumperle gebildet, oder wie die Muschel, die verletzt ist, die hat ein Sandkorn in sich liegen, das tut weh, was macht die Muschel? Sie umschmeichelt es und bildet eine Perle, oder Freya, die Göttin der Liebe, die weint goldene Tränen, sie macht sie zu Gold, ja, ist auch irgendwie so ein bisschen Alchemie, ne? Das heißt so ein bisschen, es ist voll die Alchemie. Und die Münzkönigin kann das, deswegen wird sie ihn verstehen. Ja? Sie wird ihn verstehen, der jetzt hier tapfer sein darf. Ne? So, was liegt denn hier auf ihm mit der Sense? Welche Rune? Auf dem Verletzten, die Lagos, seine Gefühle sind verletzt. Ja? Vielleicht blutet er auch, die Lagos ist das Wasser. Vielleicht blutet ihm das Herz, ja? Und es fließt und vielleicht lässt er aber auch los und kommt ins Fließen und erwacht aus seiner Starre, weil hier ganz einfach mit dem Turm durch sanfte Töne, die natürlich auch vom Universum kommen können, was in ihm aufgebrochen wird. Ne? Das ist so eine Offenbarungsenergie. Jetzt will ich aber auch noch die Rune wissen von dem, der hier das Herz bei sich hat. Ja? Ich hab sie. Der ist im Fluss, die Dagas. Die Dagas ist eine Wandelrune. Der ist total entspannt, ja. Hier ist jemand ganz entspannt. Es kann wirklich sein, dass du als Zuschauer zwei Menschen in deinem Leben hast. Der eine, der ist ganz selbstverständlich so die Liebe in deinem Leben. Das fließt, das läuft, ja. Und einer, der kommt dazu, ja, der ist verletzt, der braucht dich. Das sind alles, also schau mal für dich, was das mit dir macht. Das ist von mir hier nur eine Anregung. Ich finde die Energie sehr interessant, lass die jetzt auch so stehen. Freue mich riesig, wenn wir uns heute in der Dorfkneipe treffen. Kann sein, je nachdem, wie ich dann heute Abend drauf bin, auch gesundheitlich. Vielmehr, ich mache das Video heute Nachmittag, dass das vielleicht recht knackig wird. Aber ich finde auch eine Stunde ist gut, ne? Das ist überschaubar. Irgendwann lässt dann auch die Aufmerksamkeit nach, wenn eine Kartenlegung zu lang ist, dann ist man irgendwann am absteigenden Ast. Ich freue mich riesig auf die Dorfkneipe. Das ist ganz wichtig, dass ihr da heute gut zuhört, weil da geht es um ein Voting, weil Erat Aliquando macht bei einem Award mit. Ne? Das ist also unser Kartendeck, das Rudeldeck, und den wollen wir ja abräumen, stimmt's? Also da sind wir ja voll dabei. Und da geht es um eine Abstimmung. Die Conny und ich, wir sind da angeschrieben worden und wir haben gesagt, ja, wir versuchen es mal, ne? Wobei es für mich, wie soll ich das jetzt sagen, es ist nice, ne? Aber das Kartendeck ist sowieso eine Sensation, ob das jetzt ein Award gewinnt oder nicht. Aber dabei sein ist alles, da machen wir doch mal mit und schauen mal, was das Rudel kann, ne? Wie stark sind wir denn aufgestellt? Juhu! Schatzis, ich freue mich schon wieder auf euch und ich sage jetzt mal Horridö mit Ö. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir ein Abo dalasst, für die, die jetzt hier neu sind. Und seid herzlich willkommen, mit uns zu reisen, und schreibt mir gerne liebe Kommentare. Ansonsten bin ich weg. Bis dann.